Kaum betritt man den ersten Raum dieser Ausstellung, dann wird der Blick geradezu magisch von einer lichtdurchfluteten Landschaft angezogen. Felder im Frühling, nannte Claude Monet sein Bild. Das Motiv, eine Frau mit Sonnenschirm in einer hellgrünen Wiese unter Bäumen, von denen man geradezu meint, den Blütenduft riechen zu können. Für den Betrachter ein perfektes Frühlingsbild, so Christopher Conrad, der Kurator dieser Ausstellung. Hauptmerkmal des impressionistischen Gemäldes ist, dass wir in dem Moment, indem wir vor das Bild treten, den Eindruck haben, was wir sehen, was uns vor Augen geführt wird, entsteht und passiert in genau diesem Moment. Licht spielte für die Impressionisten eine wichtige, vielleicht sogar die zentrale Rolle, ätherische Leichtigkeit. Da dürfte es den Besucher verwundern, wenn er zu Beginn des Ausstellungsrundgangs einem kleinen Bild in lehmbraunen Tönen von Camille Corot begegnet, das 40 Jahre vor dem Bild von Monet entstand. Zu sehen ein Ziegelofen. Und doch wären die Impressionisten ohne das Vorbild von Corot vielleicht nicht denkbar. Noch etwas machte Corot den späteren Impressionisten vor. Er verzichtete auf große Motive. Aus akademischer Perspektive ist ein Ziegelofen das Uninteressanteste, was man überhaupt malen kann. Und wenn Corot das tut, dann wird aus diesem völlig bildunwürdigen Motiv ein komplett glaubwürdiges und in sich vollständiges und unsere Aufmerksamkeit verdienendes Motiv. Die Aufbereitung des Unspektakulären zu etwas Kunstwürdigem, die ist Camille Corots großes Verdienst und macht ihn zum Vorreiter des französischen Impressionismus. Die Ausstellung geht sogar chronologisch noch weiter zurück. Gleich neben Corot hängt ein Landschaftsbild von John Constable aus dem Jahr 1813, als noch kein Mensch an einen späteren Impressionismus dachte. Und doch macht auch dieses Bild in dieser Ausstellung Sinn. Im Kleinen sind das eigentlich bereits impressionistische Bilder, nur hat Constable gar nicht damit gerechnet, dass sie je öffentlich präsentiert werden. Und natürlich hat er nicht damit gerechnet, dass es einen französischen Impressionismus geben würde, für den wir je Vorläufer suchen würden. Im Prinzip sind seine äußerst reduzierten Landschaften, teilweise auf Papier, in Öl gemalt, immer im kleinen Format, immer transportabel, immer in der Natur entstanden, impressionistische Werke avant la lettre. So ist die Ausstellung mehr als nur eine Versammlung herrlicher impressionistischer Gemälde. Sie ordnet diese französische Stilrichtung ein in den übergreifenden kunsthistorischen Rahmen. So sind bereits im ersten Ausstellungsraum auch Bilder im pointillistischen Stil zu sehen, wie etwa von Paul Signac. Er ist ein perfekter Pointillist, insofern er alle Spontaneität zugunsten einer naturwissenschaftlichen Diversifizierung des Farbauftrags ausblendet. Also das alles fließt hier nur optisch und als Lichtphänomen, aber der Pinselstrich fließt nicht, insofern alles getüpfelt ist in diesem Bild. Diese Pointillisten führten letztlich nur wissenschaftlich weiter, was die Impressionisten längst entdeckt hatten, dass das Bild sich erst im Auge des Betrachters ergibt. Auf der Leinwand reichen ein paar Pinselstriche. So gestaltete Monet eine Meeresszene mit wild bewegten Wellen, die an ein Felsenufer schlagen. Letztlich allerdings mit rein abstrakten Mitteln. Er findet für die bewegten Wellen zum Beispiel ganz abstrakte Pinselzüge und die stehen für sich ganz allein, so ein bisschen wie bei Mark Rothko. Das Gefüge, wenn Sie das aus diesem Bild rauszoomen, ist perfekt als Kunstwerk, aber es ist nicht mehr interessant, weil es eine Referenz an Wasser, an ein Naturphänomen ist. Die künstlerische Abstraktion verselbstständigt sich sehr weitgehend. Hier zeigt sich das Potenzial dieser Malerei, die bereits weit ins 20. Jahrhundert weist. Die Ausstellung besteht ausschließlich aus Werken der Staatsgalerie. Und das war letztlich wohl auch der ausschlaggebende Grund, dass der Bogen viel weiter geschlagen wurde, als man bei einer solchen Ausstellung erwarten würde. Christopher Conrad und seine Mitarbeiterin Nathalie French gingen auf Entdeckungsreise und entdeckten Künstler, deren Schaffen im 20. Jahrhundert begann, die aber eindeutig auf den Spuren ihrer impressionistischen Vorgänger wandelten. Was mich sehr fasziniert, ist hier die Farbgebung, diese Kleinteiligkeit der Figuren, diese Masken, diese kleinen Monster und immer wieder anders. Und egal, wo man hinschaut, man hat das Gefühl, immer wieder eine andere Botschaft des Künstlers zu entdecken.
Ein Gang ins Archiv einer solchen Staatsgalerie ist wie ein Abtauchen in eine Fundgrube. Auf jeden Fall. Wir hätten noch viele, viele Räume mehr bestücken können. Deshalb haben wir uns auch entschieden, auch aus konservatorischen Gründen natürlich, im August einen Wechsel vorzunehmen, weil wir einfach noch so viele schöne Blätter haben, die wir dann gleichrangig ersetzen können durch die Bestände, die gerade hängen. Impressionismus auf Papier. Die Ausstellung zeigt, dass es nicht Leinwand und Ölfarbe sein musste. Und da wurde die Reduktion auf das Wesentliche, die sich schon bei Monets Meeresbild andeutete, ins Extrem getrieben. Bei Eugène Carrière hat man fast den Eindruck, die Motive wollten sich wieder in den Bildhintergrund zurückziehen oder als trauten sie sich kaum in den Vordergrund zu treten. Wir sehen etwas entstehen, ahnen etwas, aber können das, was da entstehen will, nicht festhalten. Und insofern ist er ganz unspektakulär und still ein ganz wichtiger Wegbereiter der Abstraktion in der Moderne, in der Gegenwartskunst bis hin zur Fotografie und zur Malerei der 1960er bis 2000er Jahre. Symbolisten wie Odile Redon trieben das Spiel mit der Reduktion bis ins Extrem weiter. Sein kämpfender Engel ist mehr zu ahnen als zu sehen. So ist die Ausstellung auf anschauliche Weise eine Lektion in Sachen Kunstgeschichte. Eine Stilrichtung kommt nicht aus dem Nichts und sie hat Folgen. In diesem Fall die Kunst des 20. Jahrhunderts mit ihrer Tendenz zur Auflösung der Gegenstände. Denn das hatten Künstler wie Monet längst für sich entdeckt. Édouard Manet malte seinen Freund und Kollegen Monet beim Malen. Aber in Wirklichkeit pinselte er nur ein paar diffuse Farbflächen auf die Leinwand, ergänzt durch ein paar Striche. Das ist abstrakte Malerei und figürliches Porträt zugleich. Es ist ein perfektes, vollendetes Bild, aber natürlich auch nur für den Zeitgenossen des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts, der durch die Abstraktion hindurchgegangen ist, und für den Freund der Kunst auf Papier, der im Unvollendeten das Vollendete sehen kann, wie es übrigens auch Paul Cézanne wunderbar konnte. Der große Kunsthistoriker Kenneth Clark, in meiner Jugend ein Gott der Kunstgeschichte mit eigener Fernsehsendung, hat Calouste Gulbenkian davon abgeraten, dieses Ölgemälde zu kaufen, weil er sagte, das ist nichts für deine Sammlung, das ist unvollendet, das ist zweitrangig. Und dass wir heute davor stehen und das als vollendetes und perfektes Kunstwerk ansehen, das zeigt, was der französische Impressionismus mit der bildenden Kunst und für die bildende Kunst getan hat, nämlich vollendet und unvollendet völlig neu zu definieren und damit die Kunstwerke völlig anders wahrzunehmen.